Jo Leute, was geht? Heute machen wir unsere erste Blue Series Folge. Und wir haben natürlich unsere geilen Enduro Bikes dabei. Ja, wir machen heute nämlich ein Game of Bike. Also für die es jetzt noch nicht kennen. Also der eine sagt jetzt irgendeinen Trick, den er machen muss. Dann muss er den selber nachmachen und der andere natürlich auch. Und wenn irgendeiner das nicht schafft, kriegt er ein B wie Bike. Und dann geht's immer weiter, bis man dann das ganze Wort Bike hat. Und wenn man dann das ganze Wort Bike hat, dann hat man verloren. Dann gehen wir jetzt zum ersten Spot. Das ist unser erster Spot. Das sind 10 Treppen und er muss hier im First Try runterspringen. Hier ist hier der erste Spot von unten. Er springt jetzt hier die Treppen runter. Er fährt mit meinem Fahrrad, weil seine Federung noch etwas zu weich ist. Hoffentlich schafft er es nicht dann. Bitte. Okay, hier noch an der Stelle machen wir noch ein neues Update oder eine neue Regel. Nämlich jeder hat ein Second First Try. Also darf ich nochmal springen, weil ich ein bisschen auf die Stufe berührt habe. Okay, er kommt. Okay, er kommt. Mit dem Second First Try. Wenn er es jetzt nicht schafft, hat er ein B. Leute, was ich jetzt noch vergessen habe, mein Freund hat den Sprung auch gemacht. Habe ich leider nicht reingeschnitten, aber er hat es auch geschafft. So Leute, jetzt bin ich dran. Das ist auch unser nächster Spot. Nämlich, er muss hier, da muss er losspringen. Und dann bis zu dieser Linie, da muss er drüber kommen. Also wir tun jetzt so, als wäre diese Linie hier verlängert. Sondern muss er hier bis zu dieser Linie springen. Okay, mal sehen, ob er es schafft. Nimmt Anlauf. Und nein. Okay, der war überhaupt nicht. Er hat einen Second First Try. Mal sehen, ob er den toppt. Ich hab gedacht, es geht vor einfach. Ja, dann hast du leider falsch gedacht. Okay, nochmal Second First Try. Okay, jetzt bekommt er einen Second First Try. Mal sehen, ob er es jetzt schafft. Nein. Okay, der war leider auch nicht. Er bekommt ein B. Warum geht das auf einmal nicht? Okay, er bekommt ein B und jetzt muss ich den Sprung toppen. So, ich habe leider gefailt. Jetzt kommt er. Komm schon, bitte versag. Wir sind jetzt beim nächsten Spot und wie ihr seht, ist hier ein Stock. Den haben wir da extra hingelegt und er muss jetzt mit dem Hinterrad über diesen Stock. Wenn er nicht hinkommt, dann hat er verloren. Los, fährt los. Bereit fürs I? Wow! Und los. Okay, wir schauen es nochmal genau an. Also, er war auf jeden Fall drüber. Und wir sagen jetzt noch unsere Kanalnamen, falls ihr nur auf einem Kanal dieses Video findet, nämlich sein Kanal heißt Yeti Black X2, Yeti unterstrich Black X2 und er hat so ein Fahrradbild als Kanalbild. Mein Kanal ist Clemens TV. Ich habe ein feuerrotes Kanalbild. So Leute, das ist auch unser nächster Spot, nämlich er muss jetzt hier diese Schanze hochspringen. Dann darf er diese gerade Fläche nicht berühren, tabu. Und er darf im Hinterrad erst ab hier wieder aufkommen, da wo es wieder schräg wird. Okay, mal sehen, ob er es schafft. Ja, der war locker drüber. Da müssen wir nicht nachschauen. Und jetzt bin ich dran. Okay, er versucht jetzt rüber zu springen. Ja, geschafft. Ja, er versucht jetzt einfach nur noch aus Spaß mal ein bisschen weiter zu springen. Mal sehen, wie weit er kommt. Aber das zählt jetzt nicht ins Game of Bike. Oh, scheiße, war frustrierend. Lol. Ja, okay, dann gehen wir jetzt zum nächsten Spot. Wir kommen beim nächsten Spot. Ihr seht hier auch schon krasse Treppen. Er darf die Treppen nicht berühren mit dem Hinterrad. Er muss ganz nach unten kommen mit dem Hinterrad. Das Problem dabei ist, er muss von da hinten kommen und muss aber schräg hier runterspringen. Und es ist schwieriger, als wenn man jetzt die Gerade springt. So Leute, springt jetzt runter.
Da! Second first try? Das wird wahrscheinlich dein B sein. So, second first try. Nein, der war nicht. Okay, schade, das ist für mich das B. Okay, mal sehen, ob er es schafft. Er springt sogar da vorne zwischen den zwei Pfosten durch. Oder halt auch nicht. Er ist doch nicht da durchgesprungen. Jetzt kommt sein Second First Try. Okay, Leute. Vielleicht wird jetzt das sein I sein. Vielleicht auch nicht. Nein! Okay, der hat leider berührt. Also er hat jetzt ein B und I. So, das ist jetzt der nächste Spot. Er muss nämlich die ganzen Treppenstufen runterspringen. Er darf mit dem Hinterrad nichts berühren, mit dem Vorderrad logischerweise auch nicht. Und der Nachteil, also das Blöde ist halt, er muss so in der Kurve Gas geben, weil da eine Kurve ist. Deswegen wird es schwerer. Also, dann fängt er mal an. So, mal sehen, ob er es schafft. Okay, das schauen wir jetzt noch mal genauer an. Er hat es geschafft, dann bin ich jetzt dran. Er kommt. Er springt die Treppen runter. Oh! Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Also, ich habe es geschafft. Und noch jetzt mal vorne rein. Also, wir hören erst auf, wenn einer verloren hat. Also, wenn jemand das Wort Bike komplett ausgefüllt hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Spot. Wir sind hier beim nächsten Spot. Der muss nämlich von der Willi von dieser Linie her ungefähr, von diesem Stein, bis mit dem Vorderrad muss er bis zur anderen Straßenseite ankommen. Er versucht jetzt. Yes! Nein, ist er fast. Okay, er versucht jetzt den Second First Try. Mhm. Ah, voll Schreck. Jetzt hat er ein I. Okay, jetzt ist er dran. Nein! Okay, Second First Try. Ja. Jetzt Second First Try. Mal sehen, ob er es schafft. Nein. Okay, er hat ein K, also Big. Ich habe ein BI. Okay, Leute, jetzt darf ich ihm eine Aufgabe stellen. Nämlich, er muss hier bei dieser gelben Schanze abspringen. Und dann mit dem Vorderrad muss er über diesem Stock sein. Warte, ich mache den noch ein bisschen mehr in die Mitte. So. Ja, so müsste es passen. So. Okay. Und er muss zusammen mit dem Vorderrad, muss er da drüber kommen. Okay, mal sehen, ob er es schafft. Okay, da müssen wir nochmal genau schauen. Der war auf jeden Fall drüber. Jetzt bin ich dran. So, er versucht jetzt drüber zu springen. Oh, das hat man nicht so genau gesehen. Leute, der war drüber. Also habe ich jetzt BI und er hat BIK. Dann gehen wir jetzt mal zu einem anderen Spot. Planänderung. Wir haben jetzt den Stock anstatt hier, haben wir ihn hier hingestellt. Mal sehen, ob es jetzt so möglich ist. Mal sehen, ob er es jetzt schafft. Okay, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Leute, der war drüber, dann bin ich jetzt dran. Okay, er kommt. Oh, sei mal schon wieder wahrscheinlich so knapp. Wir haben jetzt den Stock noch mal ein bisschen weiter gemacht. Mal sehen, ob er es jetzt schafft. Okay, das schauen wir uns nochmal genau an. Also, es war sehr knapp, aber er hat es gerade so noch geschafft. Jetzt bin ich dran. Okay, er kommt. Nein! Ah! Nicht geschafft! Nee. Okay, kommt. Nee, nicht geschafft. Okay, ich habe es leider nicht geschafft. Jetzt habe ich auch BIK. Er hat auch BIK. Jetzt haben wir Gleichstand. Jetzt wird spannend. Leute, wir haben jetzt entschieden. Wir machen für das Ending. Springen wir hier
Und wer da am weitesten kommt, wir machen jetzt keine irgendeine Länge, weil man kann es ja schlecht einschätzen, wie weit man da kommt. Einfach wer am weitesten kommt, gewinnt. Okay, er kommt. Oh. Ist ja gar nicht weit gekommen. Okay, Leute, er hat gewonnen. Ich habe jetzt Bike komplett. Er hat nur Big. Ja. Und bis zur nächsten Blue Series Folge. Ciao.